Was ist das Auge? Ich meine, das ist dieser nach hinten Schuss. Freeze-Effekt. Du kannst die Gegner jetzt betäuben damit. Ich habe gar nicht gelesen, was da stand, aber ich habe auf jeden Fall nicht meinen Schuss nach hinten. Also außer Ich den, hab's in alle gelesen. Richtungen. Da stand Freeze-Shot oder irgend sowas. Auf jeden Fall kann ich jetzt damit Gegner paralysieren für eine kurze Zeit. Ja, stimmt. Ja, siehst du, wo frag mich? Ich bin der Kenner von dem Spiel. Ah. Das sieht so geil aus, wie die da auf einer Stelle versuchen zu laufen. Und ich treffe die einfach nicht. Oh ja, Vogel, danke. Ja, der Vogel macht alles. Das ist eine Einstellung, Vogel. Ohne Scheiß, solche Gegner, ich mag die überhaupt nicht. Vogel, los, da sind noch welche. Das sind mit Abstand die dümmsten Gegner, was es gibt. Nee, es gibt immer diese Viecher, die Ach, springen diese können Viecher. und ja. Diese eine Viecher da, die laufen können und schießen können und, ne? Ne, schießen können sie nicht. Das war ein komisches Geräusch, wo ich den gefriesten Gegner kaputt geschossen habe. Das war ein komisches Geräusch. Und da ist die fucking Batterie, Alter, geil. Fucking fuck fuck fucky fuck. Das Book of Revelation könnte ich mir auch nehmen. Das ist eigentlich besser als das Yamhat. Das Book of Wieso? Revelation macht mir immer ein Silberherz. Das Yamhat nur ein rotes Herz. Ich belasse es einfach bei meinem Yamhat. Wir brauchen ja nicht unnötig Geld ausgeben. Und dann kommt ein Automat, ist klar. Oh Gott. Aber da gehe ich jetzt nicht wieder in die Spielhalle, oder? Ich? Ach Quatsch, warum ich denn? Das ist so öde. Aber du musst bedenken, es ist wichtig, wegen möglichen Herzen, die ich nicht bekommen habe. Komm, ich versuche mich zu beeilen. Guck mal, da ist eine Full-Health-Pille. Ach doch, nicht schade. Ja, nee, ist klar, Alter. Telepille in so einem Raum. Geschieht ja so recht. Selbst das Spiel will dir damit weismachen, hör auf, so viel zu zocke. Als würdest du nicht viel zocken, wo? Nein. Warum auch? Ne? Aber ich mag unsere Batterie. Komme ich nicht dran. Ey, guck mal auf der Karte, wir sind voll weit weggekommen durch den Teleport. Ach, scheiße, ich seh's grad. Oh Gott. Also in der Ecke können uns immerhin die Viecher dann nicht erwischen. Das finde ich gut. Und unsere Fliege kann die aber erwischen. Das wird zwar enorm lange dauern, aber wir haben ja Zeit. Nein, ich mache es natürlich so, wie es sich gehört. Ey, Alter, hast du das gesehen? Hey, Alter, was? Ich habe den eingefroren und der komplette Laser ist dadurch auch eingefroren worden. Wie so eine Barriere. Lol. Ja, doch, das Jammert war eine gute Idee. Oh Gott, ich hasse die Orgen, nein. Also die mittleren Dinger, nicht die Zombies, die sind einfach. Oh Junge. Diese mittleren Dinger sind auch einfach. Ja, aber nicht, wenn da die in der Mitte sind und ich da nicht rankomme. Nicht so gut. Ah, oh Mann! Ja, so kann man natürlich auch einen Haufen Energie verlieren. Muss man so ein Video machen. So verliert man am besten Energie in Binding of Isaac. Ich kann auch einfach deinen Kanal verlinken. Oh, du bist so fies, ey. Ach Quatsch. Oh, fick dich, du Hurensohn. Ich hasse dich. Geh deine Mutter ficken. So fies muss ich jetzt auch nicht zu mir sein, ja? Also komm. Ach ja. Pam, und nochmal das Jamhard. Ich glaube, ohne das Jamhard wäre ich schon tot. Alter, wie viele denn noch auf der Ebene? Ja, Und jetzt habe ich es einer gesehen. noch. Da schon wieder, ey, das ist so eine Scheiße. Oh, Full Health, Alter, fucking awesome.
Damit gehe ich in den Blutspendeautomaten da dran, den knack ich so 100 pro. Das sind übrigens die Gegner, die ich meinte, dass sie noch nerviger sind. Finche, ja? Die nervigsten Gegner im ganzen Spiel und der war voll platt gedrückt auf dem Boden gerade. Also ich finde die anderen Nerven da. Nee, die sind einfach nur, boah, das sind solche Kotzbrocken, ey. Alter, ey. Ich finde die Gegner hier ja nicht nervig, aber irgendwann ist auch gut. Ich kenne da noch so jemanden. Okay, benutze ich von Health eben jetzt. Ah, toll, und jetzt füllt sich mein Jammer drauf. Ist klar, ne? Ach, egal. Du. Die Viecher sind cool. Die schreien so cool. Ja, aber irgendwie mag ich dieses Geräusch einfach nicht. Doch, ich find's witzig. Nee. Beim Schreien festgefroren. So, dann mal wieder in den schönen Suchtraum gehen. Zockerraum, Arcade-Raum, whatever. Ist bei euch im Ort oder in der Nähe von deinem Haus in der Spielothek? Du meinst doch so ein Casino oder so, wa? Ja, sowas in der Art. Ja. Glaub schon. Du armer Kerl. Mit 18 wärst du nur ganz arm. Ich stell mir das gerade vor, man geht da so rein und ist das ein Blutspendenautomat. Das wäre so witzig. LOL, eine Treubombe! Oh. Oh, ich hab nichts gesagt. Stimmt, du war überhaupt nichts. Speed up, ach schön. Ach, kann man Jam halt ja benutzen. So. Das geht doch schnell weg hier alles. Die Karte hast du schon benutzt? War ich die Karte? Die Full Health. Die Full Health Pille, ja, weil ich gerade fast verreckt wäre. Ja, Pille, okay, von mir aus. Ja. Okay, okay. Stimmt, ich sollte nicht so viel Blut spenden. Ah, was ist das? Health Up! Geil, Alter, die dritte Health Up Pille. Junge. Anderthalb Reihen haben wir schon voll, von zwei. Das bisschen Geld kann ich hier jetzt auch noch ausgeben. Aber wobei, ich guck noch mal eben im Laden. Ich wollte gerade sagen, ich gehe erst den Boss killen, aber der Boss ist ja Mom und bei Moms Raum kommt man ja nicht mehr raus. Ah, der ist... guck mal, hast du alles weg. Ich mache jetzt noch ein paar Räume und lass meinen Jamhard ein bisschen aufladen, wobei ich glaube ich dadurch eher Herzen verliere, aber der sieht echt krass aus, wie ich den gerade eingefroren habe. Damit kann man echt schöne Bilder machen. Aber guck mal, was ich für eine Karte habe. Weißt du, was sie macht? Was steht denn da? Wheel of Fortune. Guck mal hier. Bam. Und schon... Ach, nee. Ah, doch. Komm, ein Herz spende ich noch. So, und das habe ich noch. Ja, da kommt das bisschen Geld. Hier kommen 3 Cent. Das überlebst du noch, oder? Glücksspiel kann süchtig machen. So habe ich mal einen Titel von mir genannt. So Warnung. Irgendwie Spielautomaten können süchtig machen oder irgendwie sowas. Hatte ich mal einen Titel. In einem Let's Play. Das kann sein, ja. Ja, du bist doch Fan, du musst das ja wissen. Ach, das ist, glaube ich, erinnere mich sogar. Boah, Geld. Noch mehr Geld. Es wird nie ein Ende nehmen. Wobei wir auch noch ein paar Räumchen haben. Da kriege ich auch noch mal ein paar Herzen bestimmt. Hoffe ich. Oh komm, gib Herzen bitte. Fick dich. Unsere Stats sind Speed 4, Schnellfeuer 3, Angriff 3, Range 2. Oh, das ist so schlecht.
Irgendwie in dem Wahnsinn unseres Stats voll nicht hochgekommen, aber dafür unsere Herzen. Ja, haben brutal viel Energie. Wir könnten viel tragen, wenn wir die Herzen hätten. Wenn du nicht alles verzocke wird. Ich bin nur ein sehr netter Mensch und spende Blut. Das ist doch nur soziale Engagement hier, ne? Du Held. Und dass ich dafür Geld bekomme, ist ja nebensächlich. Ich bin so geldgeil. Ja. Ach, wir haben ja die Batterie, die hilft uns ja auch nochmal, unser Yamhard aufzuladen. Ach, schön. So. Und da haben wir es auch schon. Schlüssel gegen Bomben. Ich hab genug Bomben. Alter, wie viel füllt denn die Batterie auf? Die Batterie füllt einfach so mitten in einem Kampf mal so einen Strich auf. Aber halt zwischendurch mal. Schon wieder so ein schönes Foto. Und schon wieder. Noch witziger. Oh, diesmal nicht, schade. Ich mag die Tränen echt. Oh, das ist noch cooler. Und da hat die Batterie wieder was aufgefüllt. Ey, komm, der lebt doch gar nicht mehr. Ja, das geht mir aber bei dem Spiel auch voll auf die Keks. Wie, was? Ja, die Energie ist schon total leer, aber trotzdem muss ich noch drauf schießen ganz oft. Das ist so oft der Fall. Okay, wir haben die Tower-Karte. Was bringt die? Die spawnen 6 Trollbomben. Trollololol. HP ab! Wie kann man nur? Da komme ich nicht dran. Dam, dam, dam. So, ich will den Geheimraum haben. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5 Möglichkeiten, was sein könnte. Was? 1, 2, 3. Ja, stimmt. Ich habe gehofft, dass die da rechts aufspringen. Schade. Okay, schon mal nicht. Also, ich habe jetzt nur die gezählt, wo der Geheimraum an 3 Räumen anecken würde. Ja, klar. Habe ich auch. So. 3, 4, 5, 5? Ja. Ah, beim dritten Versuch. Oh Gott, die Schaufel. Damit hey, die ist cool. Na eben in die nächste Ebene, ne? Ja, aber würde ich erst in der nächste Ebene machen. Will ich gar nicht haben, glaube ich, weil die Bosse sind nicht so schwer und da kriegt man dann noch immer ein richtig schönes Item vom Boss. Also ich würde sofort nehmen. Meinst du? Ich würd's machen. Ich sag hier nur, weil ey, das ist für mich eine Einladung, dass ich weiterkomme. Dann könnte ich von meinem Zart direkt zum Satan-Ebene, ne? Right now. Ja, du bist auch ein ganz schlauer. Er ist in der nächsten Ebene. Ne, warte doch. Ne, tut mir leid. Ich dachte jetzt, wir wären in The Warm Spider. Na, egal. Weil in Superbomb 2, dann wäre ja, da kann man es ja in der nächsten Ebene nicht mehr benutzen, weil man das schon in der letzten ist. Aber wir sind ja erst in The Deaths 2, habe ich mich vertan. Ach, weißt du, was ich bald mein Yamhard? Yam, yam, yam. Ja, Herzen sind extremst wichtig. Vor allem, weil ich jetzt noch so viel spenden werde, bis ich verrecke. Bitte. Und 1 Cent geht doch an dich. Na komm, gib mir noch ein paar Schlüssel. Und wegbomben. So, dann spende ich noch mal ein bisschen Blut. Tja. So. Und schon wieder ein Health Up. Und jetzt haben wir einen Quakenmund. Was für ein Gerät? Kranken Mund. Unser Achso. Mund hat sich dadurch verändert. Crank? Wenn man hier schon so guckt, hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 HP-Ups, die hier noch aufgezählt wurden. Oder? Ja doch, 1, 2, 3, 4, 5. Nee, nur 5. Nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doch, stimmt doch. Widersprich mir nicht. Was? Eve vs. Mom.
Ja, geil, ich gehe in den Raum rein und die Batterie füllt ein höher. Unser Stranger ist nicht auf Maximum, aber ist okay. Soll ich versuchen, dass das Bein auf ihr Auge tritt? Das geht? Ja, instant tot. Fast. Cool, mach doch. Also fast instant. Das ist aber gar nicht so einfach. Ey, vier Gegner, das geht doch gar nicht. Hier können nur drei Gegner im Raum sein eigentlich. Das geht doch nicht. Ehrlich, ey. Oh, Auge, Auge. Ey, ist die nicht aufs Auge getreten? Ich weiß nicht, wie viel... Ich glaube, das macht einfach nur extrem viel Schaden. Ich glaube, das macht gar keinen Instant-Kill bei der... Na komm, den Rest schaffe ich so. Beziehungsweise mein Vogel. Und meine Kampffliege hier. Forever Alone Fliege. Forever Alone. Der Lippenstift. Range Up, glaube ich. Yep. Auf in die nächste Ebene. Also was Herzen angeht, kann ich mich echt nicht beklagen. Und wir haben Scheiße geschenkt bekommen. Geil.